2018, Tag 2. Als allererstes würde ich gern meinem Kameramann René nochmal zum Geburtstag gratulieren. Dankeschön. Der ist heute 30 geworden und wir haben es gestern Abend schon ein bisschen krachen lassen, aber ich hoffe, heute Abend lassen wir es auch umso mehr krachen. Hoffe ich auch. Muss auch mal sein. Ja, gestern war Preview Day. Preview Day war nicht ganz so voll wie gedacht, war ein bisschen leerer, macht aber nichts, weil dafür ist es heute umso voller. Wir können ja mal ein bisschen durch die Halle schwenken hier. Man sieht wirklich, es ist brutal voll. So, wir gehen jetzt mal rüber zu Eventuri, CFD. Die vertreiben diese Eventuri-Ansaugung. Das sind, ich sag jetzt mal, berechnete Ansaugungen. Mit richtig coolen Carbon-Airboxen, Luftfiltern und so weiter. Also ist ein bisschen komplexer als jetzt wirklich Luftfilter. Und deswegen gehen wir da mal rüber und bringen euch auf den neuesten Stand der Technik. Wir haben heute übrigens alle unsere limitierte orange Cap auf, weil die gibt es nämlich heute zu kaufen. Hier gibt es 75 Stück. Ich bin wirklich gespannt, ob die hier weggehen heute. Oder ob 75 dann doch ein bisschen zu viel war und es die ab heute Abend im Online-Shop bei uns noch gibt. Hier seht ihr übrigens unseren Golf, den haben wir mitgebracht. Oben drauf haben wir noch den X vorgestellt, weil wir hatten nicht ganz so viel Platz auf dem Stand. Und Limo ist natürlich auch dabei. Bei Eventuri, wie gesagt, war ein ganz kurzer Weg und jetzt gucken wir mal, ob wir den Malte finden. So. Hallöchen. So, das ist Malte. Hi. Ich habe schon mal ein kleines Intro von oben gemacht, habe gesagt, dass wir nicht weit weg sind. Richtig. Und wo fangen wir an? Eigentlich sind das ja zwei Firmen hier. Richtig. Genau. Einmal CFD. Genau. Und Fiber Dynamics. Genau. Und hier vertreibt ihr quasi die Eventuri-Ansaugung. Genau. Wir sind der Distributor in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir kümmern uns dieses Jahr um den Eventuri-Stand, damit wir da quasi einen ganz klaren Auftritt haben, dass man das nicht falsch versteht. Mein großer Traum ist ja immer noch, mal so eine geile Ansaugung für meine Limo zu haben. Weil ich habe ja nach wie vor einen, ich sag jetzt mal, modifizierten Serienluftfilterkasten vom RS4 drin. Der ist zwar größer und so weiter, ne? Aber ist natürlich nicht ansatzweise standfeuertechnisch. Ja, okay. Hatte ich auch schon mal angedeutet bei der Eventuri, wir können gleich nochmal sprechen. Und mit dem Ingenieur meins total geht. Ich würde sagen, wir gehen heute mal nur auf Eventuri ein. Ja. Ist, glaube ich, für die Jungs, die zugucken, erstmal ein geilerer Einstieg. Ja, auf jeden Fall. Eventuri, ihr macht, beziehungsweise Eventuri macht nur Ansaugung. Oder noch mehr Ansaugung. Ja, nur Ansaugsysteme, genau. Du sagst schon Ansaugsysteme, das heißt, das sind immer komplette Systeme. Richtig, das sind immer ganze Lösungen, ganzheitliche Lösungen. Und Eventuri hat sich auch auf die Fahne geschrieben, nur Systeme zu bauen, die auch einen wirklichen Mehrwert bieten. Also es werden nicht einfach nur Ansaugsysteme auf Fließband rausgeworfen, sondern die Jungs gucken sich wirklich ganz genau das Auto an. Gibt es Engpässe, Probleme? Als Beispiel, der neue C63 hat ein sehr restriktives Ansaugsystem, eine sehr restriktive Airbox und dann schaut man sich jedes Teil einzeln an und schaut, wie man es besser machen kann, wie man es einfach besser machen kann für Serie, aber eben auch mit der Hinsicht, okay, wenn Autos quasi getuned werden, wenn sie eine Mistake irgendwas kriegen, dass man da unterstützen kann. Wie weit geht die Produktpalette da? Wie viele verschiedene Ansaugen gibt es? Mittlerweile müssen es, ich weiß es nicht exakt, aber ich denke, es sind so 20 bis 25. Und wir haben ja erst mal 3 Jahren angefangen. Ja, und speziell irgendwelche Automarken oder auch alles querbeet? Alles querbeet, also sie sind halt sehr BMW-lastig gewesen, haben da halt sehr viel gemacht. Und mittlerweile gibt es auch sehr viele, also eigentlich für die ganze Audi SRS-Reihe Ansaugsysteme und jetzt folgt halt langsam noch der Mercedes-Bereich. Im Honda-Bereich sind sie sehr stark und ganz neu, sehr, sehr spannend ist der Mini. Ihr habt ja einige Modelle mitgebracht. Genau. Welches Modell würdest du uns am liebsten mal zeigen? Wo kannst du am meisten dran zeigen? Wo steckst du am meisten? Am spannendsten ist, glaube ich, das Mini-Intake. Das, was Eventuri hier gemacht hat,
als, ich sag mal, ja, Bahnmittel. Sie haben die Motorhaube, den Scoop, den jeder Cooper S hat. Das ist normalerweise geschlossen. Das ist nur für Optik. Das, was Venturi gemacht hat, ist, sie haben ein eigenes Scoop gebaut, ein bisschen größer, und es ist offen und es füttert quasi die Ansaugung. Das hat dann einen richtigen Ram-Effekt. Und daraus entstehen dann halt auch über das Drehzahlband, ich glaube, bis zu 20 PS mehr Leistung. Allerdings nur in Verbindung mit einer Leistungssteigerung, weil das Auto auf Serienbasis die Leistung einfach wegbringt. Ja, klar. Ja. Ja. Es sieht auf jeden Fall schweinegeil aus. Ich vermute, es ist natürlich echt kaputt. Ja. Sind auch jede Menge Anteile. Also ist wirklich komplex aufgebaut. Sind ja. Ja, definitiv. Und so, also dieses Teil kommt in die Haube und die Haube drückt dann quasi hier drauf, dass genau so direkt reingeht. Wenn du Lust hast, können wir gleich noch kurz zum Auto gehen, weil wir haben auch eins im Auto verbaut. Was vor allen Dingen bei diesem Produkt mich am meisten geflasht, ist halt die Geräuschentwicklung. Es ist wirklich absolute Wahnsinn, wie hierbei der Turbolader am Twitchern ist. Ein Punkt, wo ich auf jeden Fall drauf eingehen will, man sieht hier überall runde Luftfilter. In der Serie sind ja immer Plattenfilter drin, genau. Hier verbaut aber immer runde Filter. Genau. Warum? Hat das einen Grund? Der Name Venturi kommt ja vom Venturi-Effekt. Und bei Venturi dreht sich alles um Luftfluss. Ja. Runde Körper sind einfach prädestinierter, um weniger Verwirbelung zu haben, um einen laminaren Luftstrom zu erzeugen. Und darum geht es im Endeffekt, ja, einen besseren Füllungsgrad im Zylinder zu erreichen. Und das geht halt mit einer möglichst laminaren oder nicht turbulenten Luftsäule. Das heißt, ihr habt da schon richtig experimentiert, getestet und so weiter, bis ihr zu dieser Form gekommen seid. Ja. Also das Filterdesign ist patentiert. Der Ingenieur, der Gründer von Venturi, ist Ingenieur für Strömungslehre. Da steckt also wirklich echtes Know-how drin. Habt ihr so einen Filter ausgebaut hier, dass ihr den kann? Ja, können wir gleich mal schauen. Perfekt. Interessiert mich nämlich selber auch. Ihr bietet aber die Filter für den universellen Gebrauch, bietet ihr nicht an. Es gibt mittlerweile auch ein paar Plattenfilter im BMW-Bereich zum Beispiel, einfach um auch das Angebot so ein bisschen auszuweiten. Nicht jeder ist in der Lage oder bereit, sich ein Ansaugsystem für 2.500 Euro zu kaufen. Man nimmt hier zum Beispiel so, dass auch diese Luftführung hier eben sehr viel dazu beitragen, dass das Auto mehr Luft wird. Und dann hat man halt gesagt, wir liefern diese Scoops hinter die Nieren und bieten dann dazu einen Plattenfilter an. Der hat quasi das gleiche Gewebe wie der Filter. Hat nicht, also ist in der Leistung nicht gleich, aber man hat so eine kleine Einstiegslösung. Also ihr seht, das ist wirklich mehr als nur Luftfilter tauschen, sondern das sind halt schon wirklich komplexe Teile, ja, wo halt schon so ein bisschen Know-how und so weiter drinsteckt. Ne? Ich selber sehe auch immer sofort, es sind halt wirklich viele Teile. Ne? Ja. Es müssen die Alu-Teile gefertigt werden, genau. Hier die Aufnahmen für den Luftmassenmesser und so weiter halt. Ne? Das ist halt schon ein bisschen Action. Ne? Das, was ich halt auch immer sehe, ist halt die Liebe zum Detail. Wenn man so ein System mal selber verbaut hat, dann sieht man halt, dass wirklich, es ist nicht einfach nur da reingeworfen. Hier zum Beispiel so Halter, ja? Ja, ja. Die sind laser geschnitten, die passen perfekt. Der Anspruch von Venturi ist einfach, es muss passen wie Original. Wo kommt Venturi eigentlich her? England. England, ja, England. Und ist in Planung vielleicht mal dieses Filtersystem mit dem Gehäuse auch für den universellen Gebrauch anzubieten? Das heißt, so die typischen Leute, die einfach so Pilzgefilter Motorhaube haben? Ja, wir haben immer wieder viele Anfragen, ob wir Einzelteile verkaufen können. Und da stellt sich Venturi ganz klar auf, das möchten sie nicht, weil der Kerngedanke, die Idee ist halt eben, dass die Komplettlösung zu haben. Und bei der Komplettlösung, da wird eben das ganzheitliche Fahrzeug betrachtet und bei einer Einzellösung kann man das nicht mehr gewährleisten, dass quasi das System so funktioniert, wofür am Ende der Name auch steht. Ja, ja, klar. Weil ich persönlich könnte mir vorstellen, was auf jeden Fall eine coole Nummer wäre, wenn man genauso diesen Carbonkasten nimmt mit einem runden Anschluss, Filter rein, auf der anderen Seite aber auch wieder Carbonkasten wieder mit einem runden Anschluss, dass man sich den irgendwo im Motorraum hinsetzen kann und dann einfach mit einem Schlauch in den Stoßstange geht oder sowas in der Richtung. So wurde es ja im Endeffekt beim RS6 auch gelöst. Da war ja kein Platz für so ein Filtergehäuse, da haben sie es halt dann mit einem Kasten gelöst. Beim RS6 wird es wahrscheinlich, beim C63 wird es wahrscheinlich ähnlich so laufen. Das wird aber von Fahrzeug zu Fahrzeug wirklich individuell geschaut. Wenn du dir das N20 Intake anschaust, das sieht total daneben aus irgendwie, aber so in der Richtung hätte ich jetzt auch gedacht. Nur vorne halt wieder ein Abgang auf rund, dass man da einen schönen Schlauch hinsetzen kann und so weiter. Wir schauen halt wirklich in jeden Motorraum rein und wie lässt sich am idealsten lösen. Und alle anderen lösen müssen wir mal schauen, ob es da was gibt, wo wir halt ein Interesse haben, was zu machen. Was ist so das Streckenpferd von Venturi? Was, ich sag jetzt mal, geht am meisten, wo ist der größte Markt für? Was ist so, womit hat sich Venturi durchgesetzt? Ich denke, bahnbrechend war das M2 Intake für den N55 Motor.
eben auch, weil es halt eine ganz, ganz tolle Geräuschkulisse erzeugt. Ich meine, ist ja auch, die Leistungssteigerungen sind gut, schön zu haben, aber die Geräuschkulisse ist, glaube ich, das, worauf die meisten Leute nachher emotional reagieren. Das gleiche beim Mini. Das VAG-Intake ist halt auch ein Massenprodukt, ist mittlerweile auch seit anderthalb Jahren auf dem Markt. Ich glaube, es hat sich auch da sehr gut etabliert. Das sind die beiden Renner, sag ich mal. Die Renner, ne? Ja. Ja, cool. Ist sowas nur für den Turbomotor interessant oder gibt es sowas auch für Saugmotoren? Es gibt sowas auch für Saugmotoren, M3, E92 zum Beispiel. Da sind natürlich die Leistungsgewinne nicht so extrem, die Geräuschentwicklung ist nicht so extrem. Beim E92 ist es sehr schön, man hört die Mechanik, man hört die Einzeldrosselanlage. Man hat, ich sag mal, übers Drehzahlband auch kleine Leistungssteigerungen. Gibt es also für alle möglichen Varianten. Aber eigentlich ist es halt klar, mit Turbomotor natürlich immer am geilsten. Ne? Ja. Alleine, wie du schon sagst, Sound. Ne? Ja. Aber die Serienmotoren, damit mittlerweile hört man ja gar nicht mehr, dass ein Turbomotor eigentlich ist. Ne? Und da kann man halt schon viel Sound über die Ansaugung generieren. Ja. Ne? Sollen wir einmal kurz zum Wagen gehen, weil da haben wir eine schöne Geräuschkulisse auch mit. Am Start. So, das ist jetzt Mini Cooper, wie gerade schon besprochen. In der Haube nutze, wenn der Haube zumachst. Ist das luftdicht verschlossen? Genau. Der drückt quasi hier durch. Genau, richtig. Man hört jetzt gerade auch ein bisschen Sound hier. Genau, das ist das Video, was haben wir jetzt bei einen kleinen Lautsprecher integriert. Aber es ist aufgenommen von dem Wagen. Und das Turboflattern, was man so vom Supra kennt, das kommt hier extrem raus. Also bitte. Wie ist das bei euren Systemen? Muss da immer irgendwas angepasst werden oder ist das wirklich neben ranstecken, nichts nachbearbeiten, kein Plastik wegschneiden, wirklich bolt on, plug and play? Das ist der Anspruch von Eventuri, wirklich Lösungen zu haben, die jedermann einbauen kann. Es gibt immer eine Anbauanleitung dabei, alles passt, ohne irgendwas zu zerstören. Wenn irgendwas gewechselt werden muss beim Honda zum Beispiel, dann werden Schläuche mitgeliefert, alles zum Austausch. Und ganz wichtig auch, 99% der Ansaugsysteme sind TÜV geprüft auf dem Abgasprüfstand. Mit Teilegutachten, also auch komplett legal. Ja, cool. Also, wenn ihr Bock auf 20 PS mehr habt in euer Mini, wisst ihr jetzt, was ihr braucht. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du hier warst. Wir halten die Videos mit Absicht ein bisschen kürzer, weil wir wollen ja jeden Tag Material bringen. Und dann sehen wir uns morgen wieder.